Hallo, ich will heute mal ein bisschen über Besitz reden. Wir alle kennen Besitz, also Sachen gehören bestimmten Leuten. Man kann sagen, mir gehört ein Haus oder mir gehört ein Auto oder mir gehört auch nur dieser Fernseher und so weiter. Aber was bedeutet Besitz eigentlich? Besitz ist nichts anderes als eine auf Papier abgegebene Erklärung, die mit einer Unterschrift oder zwei Unterschriften, die eine gewisse Gültigkeit in unserem gesellschaftlichen Rahmen hat. Aber es bedeutet auf keinen Fall, dass einem das, was man angeblich besitzt, auf jeden Fall gehört. Es ist so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das sich herausgebildet hat, dieses Besitztum. Dieser Besitztum hat sich quasi in der Struktur herausgebildet. Und jetzt besitzt halt der eine ein Boot, der andere eine Insel, der eine ein Stück Land, der andere ein Fernseher und fast jeder ein Handy zum Beispiel. Aber im Prinzip ist alles aus der Erde entstanden und uns wurde die Erde geschenkt, uns allen wurde die Erde geschenkt. Das, was wir draus machen, dass wir Dinge produzieren oder gewissen Leuten einen Besitzanspruch zusprechen, das ist alles eine Illusion des Verstandes. Das ist quasi ein abstraktes Gebilde. Und das Problem ist, dass wir uns sehr häufig mit diesem Besitz identifizieren. Es ist nicht schlimm, dass es diesen Besitz gibt und dass wir uns daran erfreuen und so weiter. Wir leben nun mal in dieser gesellschaftlichen Struktur, wo mit Geld und Besitztum eben fast alles möglich ist, sozusagen. Oder man denkt es zumindest. Aber wir identifizieren uns mit diesen äußerlichen Dingen so arg und mit dem eigenen Besitz, dass wir ganz vergessen, dass es eine Abstraktion des Verstandes ist und dass niemand irgendetwas besitzt. Wenn diese gesellschaftlichen Regeln plötzlich wegfallen würden, würde keiner mehr etwas besitzen. Da ist etwas auf einem Papier geschrieben, er besitzt jetzt das. Das ist ein pa Stück Papier mit einer Unterschrift, was in unserem gesellschaftlichen Rahmen eine Gültigkeit hat. Aber diese Gültigkeit kann von jetzt auf nachher plötzlich verschwinden. Und ich sage jetzt nicht unbedingt, dass die ganze Gesellschaft umgestürzt werden müsste, aber man stellt sich nur mal vor, wenn eine Inflation herrscht und Geld gar keinen Wert mehr hat, oder jetzt bei dieser Bankenfinanzkrise, oder wenn ein Krieg ausbricht und plötzlich die gesellschaftlichen Regeln nicht mehr gelten. Also wir tun uns viel zu sehr mit unserem Besitz identifizieren. Das heißt, wir tun unser Selbstwertgefühl aus diesem Besitz herausziehen. Wir sagen, ich besitze das und das, also habe ich Erfolg, also bin ich ein guter Mensch, also bin ich ein starker Mann oder eine starke Frau, die sich durchsetzen kann, sonst hätte ich ja das alles nicht sozusagen. Und das ist ein Irrglaube, weil dieser Besitz, diese äußerliche Abstraktion kann uns sehr schnell genommen werden. Nicht nur, dass wir das Geld verlieren und den Besitz einfach verlieren können, können auch ganz andere Dinge passieren, die plötzlich uns diesen Besitz von uns wegreißen. Und dann stehen wir da und dadurch, dass wir uns mit diesem Besitz identifiziert haben, wissen wir jetzt plötzlich nicht mehr, wer wir sind und haben keinen Lebensinhalt mehr. Und es ist wichtig zu erkennen, dass der Besitz an der Oberfläche, dass man damit spielen kann, dass aber das wahre, tiefe Ich, das Innerste, das, worauf es wirklich ankommt, nur in einem selbst und nicht außerhalb von einem sich befindet. Das heißt, man sollte versuchen, zu sich selbst zurückzukommen und zu atmen und diese Luft und den Raum um einen herum und die Geräusche um einen herum zu spüren. Denn das ist das, was wirklich da ist, was keine Abstraktion ist, was keine Erfindung des menschlichen Verstandes ist. Es ist das, was uns allen gehört und was uns alle verbindet im Endeffekt. Und wenn wir das erkennen und mehr auf uns selbst hören und die Äußerlichkeiten, die unbedeutenden Äußerlichkeiten auch als solche erkennen, als unbedeutende Äußerlichkeiten, dann werden wir von diesen äußerlichen Dingen nicht mehr so sehr beeinflusst, hin und her gerissen. Es kann uns nicht mehr so in Hochs und Tiefs abgleiten. Und wir sind insgesamt friedvoller, ruhen mehr in uns selbst und können diese äußeren Dinge dann auch viel mehr genießen. Wir können damit spielen. Wichtig aber, Besitz ist eine Abstraktion des Verstandes. Es gibt keinen Besitz, niemand gehört irgendwas. Das Schlimmste ist, wenn man dann auch noch Ehrfurcht hat vor Leuten, die viel besitzen.
und sich dann anders verhält, nur weil man denkt, oh mein Gott, derjenige steht da und ich stehe da unten. Also wenn man erkennt, dass der Besitz an sich eine Abstraktion ist, dann ist das, was sowieso bescheuert ist, erst recht bescheuert. Also dann kann man auch viel mehr sich selbst bleiben, auch mit anderen Menschen, und ist auch nicht mehr so arg darauf angewiesen, was der andere Mensch hat. Dann verhält man sich nicht einem Penner gegenüber anders wie einem reichen Geschäftsmann zum Beispiel. Man kann also jedem Menschen gleichwertig begegnen und bleibt auch immer bei sich selbst, verstellt sich nicht, weil wir oft verschiedene Rollen annehmen, je nachdem, wer uns gegenüber sitzt oder mit uns redet und so weiter. Wichtiger Tipp dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.